Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, dann wollen wir uns doch mal darum kümmern, dass das Ganze dann mehr so aussieht wie die Webseite, die wir ja nachbauen wollen, wie dieses hier. Dafür muss ich aber mal wieder schmulen gehen, denn ich habe die Werte nicht mehr im Kopf von der Style CSS, von den Farben, um genau zu sein. Und da muss ich mal nachgucken. Ich weiß zum Beispiel, dass das hier Klasse A ist und das hier ist Klasse B. Und davon müssen wir uns ganz einfach mal die Werte besorgen, und zwar die Color-Werte. Ja, das können wir auch einfach so machen. Zack, kopieren. Gut, und dann schreiben wir uns mal eine neue Klasse. Und dafür möchte ich dann einfach mal halt, falsch. Mir auch in der CSS irgendwie kenntlich machen, was das ist. Und zwar sind das die Sektorfarben. So, Klasse A. Da kommt rein Background und dann haben wir es uns ja gerade kopiert. Fügen wir bloß ein. Zack, fertig. Dann gehen wir nochmal rein, kopieren uns nochmal die Background Color. Und da seht ihr schon, 00 könnte man verkürzen auf 0, aber 64 geht leider nicht auf 64 zu verkürzen. Muss ich mal gucken, wie das mit 66 aussieht. Aber wir nehmen es erstmal so mit. So, schreiben uns nochmal eine neue Klasse. Und zwar Klasse B. Und ihr merkt schon, die Webseite ist ein wenig aufwendiger als das, was euch meistens bei den anderen Tutorials gezeigt wird. So, das hätten wir auch. Speichern und jetzt haben wir die natürlich noch nicht eingefügt, die Klassen. Wo müssen wir verdammt nochmal was einfügen? Also, hier haben wir L. Da können wir erstmal den Background können wir rausnehmen, denn den brauchen wir in der Hinsicht nicht mehr. Auch in der Mitte brauchen wir den nicht mehr. Für die Mitte haben wir gar nichts angegeben, außer dass wir jetzt die Weite, den Flow, den Margin und den Padding hier mit reingeschrieben haben. Vielleicht verändern wir da noch irgendwas, dass wir noch irgendwie die Klasse brauchen. Ansonsten können wir sie später auch komplett rauslöschen. Den Background in Green, den werden wir jetzt auch mal rausnehmen. Dann bleibt halt nur noch das Text allein red, right. Übrig, also die Textausrichtung nach Quatsch, nach rechts. Oh, ich erzähle heute aber auch einen Müll, Entschuldigung dafür. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt brauchen wir hier die Klasse WH, nicht WG, Mann, verdammt. So, WH. Denn wir wollten dieses Nordtor und so, das wollten wir ja alles in weiß darstellen. Und wir brauchen das dann natürlich auf der anderen Seite. Rechts brauchen wir das auch nochmal. Da wollen wir auch nochmal WH haben. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie sieht unsere Seite jetzt aus. Ja, ein bisschen dürftig, ne? Also da ist noch nicht so wirklich viel zu sehen. Außer dass jetzt das wirklich weiß ist, was weiß sein sollte. Der Hintergrund bleibt natürlich schwarz. Wie gesagt, mit den Farben war es dann doch wesentlich besser zu sehen. Dann die Mitte, die bekommt die Klasse A. Hier ist es bei der Mitte, die bekommt die Klasse B. Die Mitte bekommt Klasse A und rechts bekommt Klasse A und hier ist es auch die Mitte, die die Klasse A bekommt. Deswegen habe ich Klassen benutzt und keine IDs, so kann ich die mehrfach zuweisen und wir erhalten auch ein relativ schönes Ergebnis. Jetzt muss ich noch mal gucken bei Königstal, wenn ich das noch mal ändere und zwar hier auf 66, inwieweit sich da die Farbe verändert. Das sollte also eigentlich ja. Es ist mehr oder weniger nicht feststellbar, von daher können wir, das ist sowieso die falsche,
die falsche CSS gewesen. Gut, dann können wir das auch eindampfen und zwar hier einmal eine 0 rausnehmen, eine 6 rausnehmen und eine 0 rausnehmen und dann verändert sich daran auch nichts. Das ist halt die Kurzschreibweise davon. Die Langschreibweise wäre halt 006600. So, wie gesagt, beim Reload tut sich da auch nichts. Das erstmal so weit dazu. Wo sind wir denn jetzt? Ach ja, wir haben jetzt hier keine Sektorverbindung stehen. Eine? Nee, keine. Ja, sage ich ja. Hallo? Markier doch mal. So, da. Keine Sektorverbindung. Da soll der Hintergrund weiß sein und die Farbe rot. Dafür müssen wir uns dann natürlich noch eine neue Klasse erstellen. Ist ja wie immer im Leben. So, und zwar haben wir da einmal grundsätzlich die Klasse L. Und die nennen wir RWH. Für rot und weißer Hintergrund. Passt ganz gut. Gut. Punkt RWH. So, Klasse geschrieben. Und dann schreiben wir mal Color. Und Background White. Bing. Fertig. So. Habe ich es nicht gespeichert? Ach, das habe ich nicht gespeichert. Gut. So. Jetzt haben wir auch einen weißen Hintergrund und eine rote Schrift. Ja, ausgerichtet ist die jetzt nur noch nicht Center. Also müssen wir uns noch eine Klasse schreiben, mal wieder, wo wir dann das Center wiederum einfügen, beziehungsweise das Text Align Left und das Text Align Right, wo wir das aufheben. So, wie nennen wir denn die Klasse? Da bin ich immer relativ schmerzlos, auch wenn es lang ist und ich eigentlich kurze Klassennamen bevorzuge, nennen wir die ganz einfach Center. Da kommt dann einfach nur noch Text Align Center rein. Das ist auch alles, was da drin stehen wird. Und dann müssen wir nochmal gucken, was betrifft das. Und zwar betrifft das keine Sektorverbindung und Energiezirkulum. So, keine Sektorverbindung, die bekommt noch die Klasse Center mit dazu. Ihr seht schon, jetzt stehen da schon drei Stück drin, lässt sich aber manchmal nicht vermeiden. Besonders bei komplexen Webseiten, da lässt es sich in keinster Weise vermeiden. So, und jetzt haben wir das natürlich dann auch schön zentriert, ne? Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Gut. Wenn wir das Ganze vergrößern, ja, dann sieht es nicht besonders schön aus, weil das wird dann alles noch verschoben. Aber wir können es ja mal testen, indem wir ganz einfach hier auf 1EM zurückgehen, so wie die Seite später mal aussehen wird. Wenn wir das dann mal reloaden und dann vergrößern, dann seht ihr schon, dann passiert das nämlich nicht, weil hier sind wir schon bei der maximalen Auflösung von 300 und da kann jetzt auch nichts über die Diffs mehr drüber hinweg rauschen. Gut, was ich nochmal probieren wollte, was ich ehrlich gesagt noch nie probiert habe, ist, ich möchte das mal ausprobieren und zwar, ob das auch geht mit 0.5, mit dem Padding und mit dem 0.5% mit dem Margin. Habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, schauen wir mal, weil mir die Abstände da doch irgendwie ein wenig zu groß waren. Und dann probieren wir das hier oben doch einfach auch nochmal. 0.5%. Es sollte ja eigentlich keine Geige spielen. Gut, okay. Verschiebt sich aber alles irgendwie ein bisschen eigenartig. Naja, gut, okay, dann machen wir es rückgängig. Ihr seht, ich versuche hier auch Sachen auszuprobieren. Mir ist auch nicht alles gegeben. I do my best, aber das reicht manchmal halt nicht.
So, diese beiden Klassen, die würde ich ganz gerne mal ausschneiden. Und zwar würde ich die gerne über die Sektorfarben platzieren, einfach nur der Übersicht halber, damit ich hier unten halt nur die Sektorfarben drin habe. Fertsch! Wir reloaden nochmal die Seite, ja, mit dem Abstand. Da muss ich nochmal gucken, ob das irgendwie. Ich habe so das Gefühl, da gibt es dann Berechnungsfehler, wenn man dann zu klein wird. Wie gesagt, so kann man es noch relativ gut nutzen und wir haben auch kein Problem, dass da irgendwas rausrutscht, weil beim Vergrößern, wie gesagt, wir uns immer noch mit den Wörtern innerhalb der Diffs befinden. Gut, haben wir gar nicht so viel geschafft, außer dass wir es jetzt wirklich ein bisschen angepasst haben. Ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir uns dann darum kümmern, dass wir hier noch dieses Div mit einfügen und dann die Div-Aufteilung machen. Einmal hier die linke Seite und einmal hier die rechte Seite, dass wir die da auch noch mit reinkriegen. Und dann hätten wir es auch schon bald geschafft. Also ich sage für diese Folge auf jeden Fall erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.